Guten Morlock, was haben wir? Wir haben das Oettinger heute im Angebot in drei verschiedenen Versionen. Ich weiß, es sind unterschiedliche Geschmacksrichtungen und bla bla bla, aber trotzdem kann es ja sein, dass eins mir besser schmeckt als das andere, als erwartet. Da haben wir das Schwarzbier. Aromatisch das Helle, fein gehopft und das Pilsner, klassisch fein herb. Ich habe keine Untersetzer gefunden, aber dafür kommt das Dunkle zu den Hot Chocolates. Kein Rassismusvorwurf, bitte. Es ist nur so, weil es so ist. Das Helle kommt zu dem Rock von damals, die Lords, weil Hölle oftmals fälschlicherweise mit Rockmusik verbunden wurde. Und dann haben wir das Oettinger Pils. In den 80ern wurde bestimmt auch schon Pils getrunken. Wer schafft es am Ende auf dem Meisterthron? Welches Bier wird Tür an Tür mit Alice die Audienz bekommen? Welches Bier wird es schaffen? Alle kämpfen erbittert um die Tür von Alice. Wir schauen. Einen wunderschönen guten Morlock zurück. Wofür haben wir das Versteck? Ihr seht es vielleicht schon. Ich spanne euch auf die Folter. Das ist nicht das Versteck. Das Wichtige, womit mache ich ihn auf? Die Wiefischen unter euch oder die Gewieften unter euch werden es schon entdeckt haben. Der Magnetöffner. An jeder Heizung zu finden, an jeder guten deutschen Heizung ein Magnetöffner. Magnetöffner sind die Zukunft. Er hält und hält und hält. Womit fangen wir an? Wir haben das Schwarzbier, diesmal aus der Flasche übrigens. Wir haben das Oettinger Pils und das Helle. Wir fangen mit den Hellen an. Genau, da haben wir eine Referenz. Öffnen dieses Bier. Wenn man Bier auf CD-Hüllen stellt, sollte man darauf achten, nicht auf die Mitte, aber der Rand könnte auch, aber die CDs sind hier nicht gefährdet. Ich verspreche es euch, alle wieder abspielbar. So, dann haben wir das Oettinger Hell und fangen damit an. Wir sind heute im Oettinger Paradies. Es wird wahrscheinlich bald auch noch ein München Paradies geben. München, drei Bier aus München, aber erstmal heute das Oettinger. Ist ja fast auch München. Das Helle. Ja, ist ein äußerst bitterer Nachgeschmack. Er ist in einer, ja, aber durchaus trinkbaren Verfassung dieser bittere Nachgeschmack erbittert nach dem dritten Schluck gar nicht mehr so sehr nach. Ich muss mein Urteil neutral fällen. Oettinger, das Helle. Ja, auf dem ersten Eindruck, es gibt einen ersten Eindruck Bewertung und einen zweiten Eindruck Bewertung. Der erste Eindruck Bewertung ist völlig neutral nach den ersten Schlucken und da gebe ich hier die 6,5. Mehr gibt es nicht für das Helle, aber immerhin. Mr. Ewes ist alles über 5, über 6 eine durchaus berechtigungswerte gute Bewertung. Wir gehen mit dem Pilz. Wir gehen zum Pilz, öffnen den Pilz, das Pilz, den Pilz. Ja, den Pilz kann man im Wald auch öffnen, aber da sind meistens Maden drin. Hier hoffentlich nicht. Es gibt da Schnaps mit Maden. Warum gibt es nicht bald Bier mit einer dicken Made drin? Nein, ich bin nicht dafür. Das Pilz. Durchaus immer noch leicht bitter, aber deutlich milder. Das Oettinger Pils. Jetzt hat es wieder ein bisschen nachgebittert, äußerst mysteriös. Ja, okay. Hier muss ich nochmal vergleichen. Das Helle. Ich würde bald das Helle bevorzugen. Oh. Ich habe beim Pils hätte ich mir mehr erwartet. Bin ich ehrlich. Erster Eindruck vom Pilz, fast 1:1. Ich muss das nochmal kosten.
Das Pilz, das Helle. Ich bin zwiegespalten. Beides 6,5. Erster Eindruck, beides 6,5. Ich hätte das Helle hätte ich deutlich über das 7 gesehen heute. Rein vorurteilsmäßig. Aber tut mir leid. 6,5 bleibt dabei. Und nun zum Oettinger Schwarzbier. Ist es voreingenommen, wenn ich sage, ich bin ein Schwarzbier-Fan? Dunkelbier. Deutlich milder, obwohl es mehr Prozente haben sollte. Zu den Prozenten kommen wir jetzt auch noch. Promille sage ich immer, Prozente. Da sind wir hier bei 4,9, hätte ich wohl mehr erwartet. 4,9. Das Helle hat 4,7. Das hat durchaus kleine Werte. Und das Oettinger Pilz hat auch 4,7. Das Schwarzbier sehe ich auf der 7,2. So, jetzt ich kenne Man in Black Film, wird man geblitzdings, das kann ich ja nicht. Da würde ich das Dings nochmal neu auffrischen, ich denke, da würde ich dasselbe erzählen. Ich habe die Blende noch ein bisschen runtergestellt, das kann ich hier über das Tablet machen. Sehr praktisch, wenn ich hier die Übersicht über die Kamera etwas habe, ich könnte die ISO-Werte erhöhen. Das kann ich sogar live machen. Dann kann ich die Bewegungsunschärfe noch etwas ändern. Die Bildwiederholungsfrequenz. Da können wir ja mit rumspielen. Wenn wir ISO-Werte immer niedrig lassen, bitte bei Kameras. Soweit es möglich ist. Natürlich bei Vollformat besser möglich als bei anderen Formaten. Ich gucke jetzt immer auf Auto, jetzt wird es alles automatisch machen, wenn ich da drunter gehe. Jetzt haben wir hier ISO 100, ISO 125, ISO 160. Meine Kamera macht äußerst viel mit, ohne zu rauschen. ISO 200, ISO 250, ISO 400, über ISO 320. Mein Objektiv hat die Blendestufen 1,4, das heißt, es ist sehr lichtstark. ISO-Wert 400, ISO-Wert 400. Es dauert mal etwas. ISO-Wert 500, dann können wir mal bleiben. Dann haben wir noch die Bewegungsunschärfe. Die können wir jetzt auf 750 stellen, beziehungsweise auf, gerade hat es noch nicht aktualisiert, 1000. Das heißt, man kann sich schneller in Videos bewegen, ohne dass es verwischt. Wenn ich die Hand so bewege, ist sie jetzt noch nicht ganz flüssig, aber gut zu sehen, aber auf jeden Fall besser, als wenn ich diesen Wert niedrig halte. Aber dazu war jetzt genug geredet. Wir lassen das jetzt wieder bei der 500, bei 750 oder so. 500 und ISO ist auch bei 500. Ich gehe ein bisschen runter mit ISO. Ich spiele gern mit den ganzen Werten. Ich habe mir das alles selbst angeeignet. Fotografie könnte ich analog durchaus durchführen. Also ich kenne mich mit Kameras und deren Einstellungen wirklich sehr gut aus. Ich habe mir das alles selber angeeignet. Das war vom Hobby entstanden. Vom Fotografieren zum Filmen. Ein wahrlich interessanter Werdegang. Nein, jetzt wieder zu den Bieren. Pilz bittert nach, 6,5. Helles bittert jetzt gar nicht mehr so nach, 6,7, endgültige Wertung. Schwarzbier bittert fast gar nicht nach, auch noch eine leichte Bitternote, aber definitiv bei 7,3, 7,2. Das sind meine Bewertungen. Ich werde diese Lebensmittel natürlich noch heute weiter verköstigen zu Ende, bis auf den letzten Tropfen. Und ich bin wirklich ein Nicht-Tropfen-Trinne-Lasser. Mr. Eos
setze die Flasche wirklich so, nicht weil ich irgendwie auf dem Trip bin, nein, aber ich setze die Flasche so lange an, auch bei Wasser übrigens, bis der letzte Tropfen heraus ist. Wenn man 30 Sekunden ansetzt und es kommt kein Tropfen mehr, dann ist es auch keine Lebensmittelverschwendung. Guten Morlock. Ach stopp, wir haben die Urteilsverkündung noch gar nicht durchgeführt. Mein Fehler. Tür an Tür mit Alice geht an das Oettinger Schwarzbier. Die Tür von die Tür von Alice ist geöffnet für das Oettinger Schwarzbier. Danach stellen sich hinten an das Helle und das Pilz. Wahrscheinlich wird das Helle, sollten sich Oettinger Schwarzbier und die Alice trennen, sollte das Helle dann drankommen mit seiner Chance. Wäre Alice eine Frau, was sie auch ist, aber die Tür an Tür ist ja die Kassette, wo sich die Biere anstellen. Es ist ja nur ein symbolisch gedachtes Dings. Wäre der Letzte am Bunde, sollten sich Oettinger Helles und Alice verstreiten, hat zuletzt das Pilz die Chance. Also durchaus denkbar, dass im Laufe der Zeit Alice mit dem Pilz zusammenkommt. Ich wünsche, wenn es so kommen sollte, Alice und dem Pilz viel Glück in ihrem Leben. Guten Morgen.